Thilo. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sie erinnern die Waage von Cedric mit den beiden Polen, Rechteinhaber und Nutzer. Ich glaube, Herr Dreyer hat schon zu Recht gesagt, dass das vielleicht so einfach nicht ist. Ich möchte einfach mal ein Fragezeichen auch, Till Kreuzer, an Ihr Statement hängen. Der Urheber setzt sich immer durch als der Stärkere und die Allgemeinheit bleibt auf der Strecke, also angesichts der Google-Erlöse oder Umsätze und der ja wirklich beeindruckenden Lobbykraft, glaube ich, hat sich da möglicherweise doch eine gewisse Kräfteverschiebung eingestellt. Das nur als Fragezeichen. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich arbeite für eine Verwertungsgesellschaft, eins dieser abstrakten Dinge, die immerhin letztlich die Eigeninitiative von 120.000 ausübenden Künstlern, Musikern, Schauspielern und dergleichen und über 6.000 Tonträgerherstellern ist, die vor der Aufgabe stehen, von ihrer Arbeit leben zu müssen. Und deren Beruf ist, so wie ihr Beruf hier viele von Ihnen mit Archiven zu tun hat, deren Beruf ist, Kreativität auszuüben. Das ist ein toller Beruf, aber sie sind konfrontiert mit der Situation, dass es immer schwieriger ist, da wirklich Geld zu verdienen. Dann heißt es ja, die können ja live auftreten. Das ist für Rentner nicht immer so eine einfache Sache. Und die sehen auch eigentlich gar nicht alle ein, dass obwohl ihre Werke intensiv genutzt werden, ihre Aufnahmen, sie eigentlich davon nichts kriegen, sondern andere letztlich das Geld verdienen, ohne dass bei ihnen was ankommt. Das ist ganzes ein sehr komplexer Prozess. Ich glaube nur, dass wir hier eine Lösung in dem von Herrn Klimpel angemahnten Bereich, wo wir wirklich zu Recht eine Lösung brauchen, nur finden, wenn wir einfach uns auch der Prämisse stellen, dass es ein Bedürfnis der Kreativen gibt, von ihrer Arbeit leben zu können. Und in unserer auf Marktwirtschaft beruhenden Gesellschaftsordnung heißt das eigentlich, ich muss meine Leistung auch ein Stück weit verkaufen können und ich muss sie auch ein Stück weit kontrollieren können. Es gibt diesen Konflikt mit dem oder diesen den nötigen Interessenausgleich mit den Nutzern. Dafür dienen die Schranken und Limitations and Exemptions, Schranken und Ausnahmen des Urheberrechts. Und da wird es kompliziert. Ich will jetzt mal vielleicht etwas provokativ werden, Cedric. Das Beispiel mit Apollinaire hätte man natürlich auch dadurch deutlich vereinfachen können, dass man sagt, ja, warum gibt es denn eigentlich die Gemeinfreiheit nach einer bestimmten Frist? Die Google-Aktionäre werden ihr Geld ihren Enkeln noch verkaufen können, also ihre Anteile ihren Kindern vermachen können. Wenn sie keine Kinder haben, wie Apollinaire, bekommt es der Neffe. Gucken Sie sich die Thunderbirds an, die Rockefellers in den USA. Das ist ja alles ererbtes Vermögen. Und ich will das gar nicht polemisieren, nur im Prinzip sprechen wir von einer Ausnahme, einer völlig legitimen Ausnahme in diesem Interessenkonflikt zwischen dem Bedürfnis nach Nutzung und aber einer Zuordnung der Erlöse des Werkes, der Früchte des Werkes für den Urheber für eine bestimmte Zeit, und das macht die Sache kompliziert. Nicht? Also sonst müsste man generell über Sozialismus sprechen, aber komischerweise wird das immer nur im Zusammenhang mit dem geistigen Eigentum gemacht. Wir brauchen da eine Balance, und ich glaube, auch wenn ich Lobbyist bin und das vielleicht subjektiv sehe, diese Balance, also das Bewusstsein, dass es die Konsumenten, auch die Verbraucher und auch die Gesellschaft als solche gibt, auf deren Belange Rücksicht genommen wird, steigt. Und auch da unterscheidet sich unsere Position etwas. Ich glaube, die Tatsache, dass man Public Domain in der InfoSoc-Richtlinie nicht findet, liegt einfach daran, dass nach unserem Verständnis, jedenfalls in Deutschland, die Schranken und Begrenzungen gar nicht
unter Public Domain fallen, denn dafür gibt es einen ganzen Abschnitt in der Richtlinie. Und dass es zwei Richtlinien gibt, beziehungsweise eine explizit, die sich besonders mit den Schutzfristen beschäftigt. Also das Thema ist ja für die EU kein neues. Natürlich brauchen wir einen Ausgleich, und der könnte sicherlich in diesen hier diskutierten Modellen auch liegen. Da muss man möglicherweise nachjustieren. Es gibt ja auch mittlerweile durchaus verschiedene Aspekte, wo man überlegt, wie schafft man den Zugang für die Gesellschaft und kann gewährleisten, dass bestimmte Werke allein aufgrund ihres Schutzes der Gesellschaft entzogen werden. Es gibt die Schutzdauerverlängerung für Tonträger. Da steht explizit drin, wenn jemand verweigert, diese Sache der Allgemeinheit anzubieten, dann können die Rechte daran erlöschen. Ja, also das ist ja durchaus ein Mechanismus, über den jetzt nachgedacht wird. Mein Anliegen wäre es nur, noch mal in Erinnerung zu rufen, dass das kulturelle Erbe eigentlich die Summe auch der kreativen Leistungen Einzelner sind, die von ihrer Leistung irgendwie leben müssen. Und das ist eben die Schwierigkeit, vor der wir stehen, dass es durchaus auch etablierte Geschäftsmodelle gibt, die eine gesetzliche Lizenz oder eine Zwangslizenz, welche Einschränkung auch immer, möglicherweise empfindlich stört. Also ich muss sagen, dieses Google Book Beispiel erscheint mir persönlich in mehrerer Hinsicht fragwürdig. Einer der Gründe der Richter ist ja auch, dass das Ganze eben nicht kommerziell sein soll, das Angebot. Das blieb, glaube ich, etwas offen, ob nicht letztlich bei der Verlinkung auf die kommerziellen Anbieter, die Online-Shops, nicht doch ein kommerzieller Hintergrund ist, aber das will ich gar nicht weiter vertiefen. Aber wenn ich mir vorstelle, eins der Meriten daran soll sein, dass die schwach ausgestattete Bibliothek oder der in der Provinz wohnende Nutzer eben auch dieses Buch genießen kann, auf Basis einer Fair-Use-Regel, dann kollidiert das natürlich unmittelbar auch mit den etablierten Geschäftsmodellen. Nehmen Sie Kindle, alles was an E-Books auf dem Markt ist, überbrückt ja auch dieses Problem. Und da gibt es ja einen etablierten Markt, der ja auch durchaus funktioniert. Wenn Sie jetzt hier ein Angebot hätten, was alternativ dazu, und zwar dann auch noch für frei, dem Leser es ermöglicht, das Buch eben zu Hause auf den Rechner zu kriegen, dann ist natürlich ganz klar, wo der sich für entscheidet. Und ich glaube, das muss man auch durchaus kritisch sehen, diese Gefahr für das genannte Beispiel der Pflichtexemplare in Großbritannien. Wenn wir jetzt hier in der Deutschen Bibliothek in Frankfurt, wenn die jetzt online alle Pflichtexemplare mit Zugang für alle stellen würden, ich meine, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber wer soll denn dann noch ein E-Book kaufen? Und ich meine, wir verhandeln zusammen mit der VG Wort die Vergütungen, die die Bibliotheken zahlen für ihre Online-Angebote. Das sind im Vergleich, Sie kennen alle die Budgets, die auch Ihre Häuser haben, das sind natürlich ganz andere Preise, die dann auch bei dem Einzelnen ankommen, als es sich jetzt bei einem E-Book für den Autor darstellen würde. Da muss man, glaube ich, einfach realistisch sein, und vielleicht komme ich da auch abschließend zu der größten Schwäche, die ich in dem Fair Use sehe. Das heißt nämlich, dass überhaupt kein Geld an die Kreativen gezahlt wird. So ist das System. Fair Use heißt, es gibt keine Vergütung für die Kreativen, obwohl deren Leistung genutzt wird. Und ich meine, das ist, glaube ich, auch Teil des Cultural Heritage, unseres kulturellen Gedächtnisses, dass wir eigentlich ja gerade
Und das ist, glaube ich, eine der großen Errungenschaften über den Spitzwegschen armen Poeten hinaus sind, der einfach da unter seinem löchrigen Regenschirm oder unter dem zum Glück noch intakten Regenschirm unter dem löchrigen Dach liegt und sich einfach nur daran ergötzen soll, dass er ja glücklich ist, kreativ zu sein. Und wenn er dann noch irgendwie auf welcher Basis auch immer freiwillig was kriegt, dann ist es schön, muss aber nicht unbedingt sein. Das sind ja Errungenschaften, die sind jetzt nicht unbedingt reaktionär, dass Kreative von ihrer Arbeit leben können. Und wie man ja in dieser ganzen Online-Umgebung sieht, wird da ja auch Geld verdient. Es kommt nur leider nicht genug bei den Kreativen an. Und ich glaube, insofern lassen Sie mich resümieren, muss es darum gehen, diese im Interesse der Allgemeinheit liegenden Bedürfnisse in den Schranken so konkret auszugestalten, dass wenn damit eben auch letztlich relevante Nutzungen verbunden sind, zum einen für den Nutzer auch für diese Nutzung auch gezahlt wird an die Kreativen, also nicht einfach für frei. Es muss so konkret ausgestaltet sein und man muss eben tatsächlich die Balance hinkriegen zu den kommerziellen Geschäftsmodellen, die es am Markt gibt. Denn wenn die auf Basis dieser Schrankenangebote komplett über Bord geworfen würden, dann würden wir über kurz oder lang sicherlich auch in eine Situation kommen, wo eben das kulturelle Gedächtnis nicht mehr aus dieser wahnsinnig facettenreichen Summe aller Einzelleistungen besteht. Denn dann fahren alle nur noch Taxi und das kann es ja auch nicht sein. Vielen Dank.